Hallo und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten. Auch am Wochenende, jetzt wird es wieder Schnee geben. Vor allem so in Oberösterreich und in der Steiermark, aber auch in den Mittelgebirgen ist einiges an Neuschnee möglich. Meist sind das so um die 5 Zentimeter. Es ist noch nicht die Welt. Kein Vergleich zu dem, was uns in der nächsten Woche erwartet. Dazu am Ende des Videos noch etwas mehr. Ansonsten das Erzgebirge, der Bayerische Wald weiterhin bevorzugt mit so ungefähr 15 Zentimetern bis Sonntag. Und in den Alpen sind es auch die Gebiete in Österreich, wo so 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet werden. Weniger sind es dann in Tirol und in der Schweiz, meist so zwischen 5 und 10 Zentimetern. Im Niederschlagsfilm sieht man immer wieder das gleiche Muster. Die Schneefallgebiete drücken von Norden herein und stauen sich dann am Erzgebirge und auch am Alpenrand. Und dort schneit es dann am meisten. Aber zwischenzeitlich am Samstag, das sieht man hier ganz gut, ist auch mal etwas mildere Luft dabei. Da geht der Schnee bis 1000 Meter mal in Regen über. Und erst in der nächsten Woche wird es dann wieder deutlich kälter und es kann wieder bis auf unter 1000 Meter oder auch unter 500 Meter schneien. Und die Schneemengen bis Sonntagabend hier nochmal zusammengefasst auf der Karte, das sind so 15 bis 20 Zentimeter in den östlichen Mittelgebirgen und in den Ostalpen. Und je weiter man nach Nordwesten kommt, sind es meistens dann so nur so zwischen 5 und 10 Zentimetern. Der Blick auf die Wetterlage ist relativ spannend. Es wird sich was tun in den nächsten Tagen, vor allem in der nächsten Woche. Das Hoch, was uns jetzt lange beschäftigt hat über Westeuropa, zieht sich langsam zurück und die Strömung kippt so ein bisschen mehr auf westliche Richtung und es gelangt sehr feuchte Luft mit in Verbindung mit viel Tiefdruckeinfluss zu uns. Und das bedeutet vor allem im Bergland richtig viel Schnee. Auch die westlichen Alpen in der Schweiz bekommen dann eine ordentliche Packung Schnee ab und auch die Mittelgebirge sind wahrscheinlich mit dabei. Hier einmal exemplarisch die Neuschneemengen bis Samstag der nächsten Woche, also bis zum 5. Februar. Da sind natürlich noch mit Unsicherheiten behaftet, aber das soll nur mal das Potenzial zeigen, was es die kommende Wetterlage mit sich bringt. Also vor allem da im Alpenraum rund 1 Meter Neuschnee in den Staulagen durchaus möglich aufsummiert. Aber auch in den Mittelgebirgen teilweise 30, 40, 50 Zentimeter Neuschnee möglich. Und die Details schauen wir uns in der nächsten Woche nochmal etwas genauer an. Bis hierhin erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche.